Herzlich willkommen bei Fettspielen. Ich bin Miri und begrüße euch zum 6. Let's Play von Papas Hot Doggeria. Dieses Game habe ich auf Fettspielen gefunden und wenn ihr das auch mal spielen möchtet, müsst ihr einfach hier unten auf den Button drücken. Und dann kommt ihr direkt zu diesem coolen Game. So, ich habe ja den ersten und zweiten Tag letztes Mal erfolgreich hinter mich gebracht und befinde mich jetzt beim dritten Tag. Jetzt muss ich hier mal gucken, mein Spielstand wurde Gott sei Dank gespeichert. Bei Kleidungsstücken habe ich scheinbar etwas Neues freigeschaltet. Okay, aber das brauche ich glaube ich auch nicht. Ja, dann gehe ich mal weiter. Und jetzt habe ich hier einen neuen Customer, den Scooter. Ja, Zwiebeln und ja, das war's. Ich glaube, der hatte ich das letzte Mal schon bekommen, oder? Nein, weiß nicht mehr. Dritter Tag, genau. Meine Hotdoggeria hat wieder eröffnet. Und jetzt muss ich natürlich mal die erste Bestellung des Tages annehmen. Das ist hier so ein ganz cooles Skater-Girl. Ist ein Girl, genau. Grillstation, dann werde ich hier meine Hotdog-Wurst auflegen. Und mal hier schon mal meine Cola, ist das ja, in L zubereiten. Schauen, was die Grillstation so sagt. Ah nee, ich gehe jetzt mal zur Order Station. Genau, da wird wahrscheinlich, ist hier schon der nächste, der Zocker, der Robby, als Pirat verkleidet. Der gibt mir schon die nächste Bestellung auf. So, dann gehe ich jetzt hier wieder zur Grill Station. Gehe mal hier, meine nächste Wurst wird jetzt aufgelegt. Dann wird natürlich die hier mal umgedreht, bevor sie verbrennt. Und dann kann ich natürlich hier diese Cola auch schon zubereiten. Also ist ja keine Fizzo, ja. Aber es soll wahrscheinlich Cola oder Pepsi oder irgendwas in der Art darstellen. Gut, keine neuen Kunden. Jetzt ist hier gleich meine Wurst fertig, meine erste. Aber jetzt werde ich mal hier meine zweite Bestellung vom Gamer Robby auf die Wäscheleine hängen. Und hier ist jetzt meine Wurst fertig. Genau, die kommt jetzt ins Hotdog-Brötchen, dieses hier. Und die hier muss ich mal umdrehen, nicht vergessen. Und dann kommt da natürlich lecker Ketchup drauf. Oh, lecker Hotdogs. Ey, die könnte ich auch echt mal wieder essen. Hier ist voll Bock drauf. Und dann hier dieses grüne Zeug. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, wo ich nicht weiß, was es ist. Und die Zwiebeln. Ja, lecker rote Zwiebeln aufs Hotdog drauf. So, dann geht's next. Und jetzt fehlt nur noch die große, das große Getränk. Und mein Würstchen ist am Verbrennen, glaube ich. Dann muss ich das jetzt aber schon mal hier ins Brötchen legen. Genau. Und dann werde ich jetzt meine Bestellung abliefern. Mal gucken, was das Skater-Mädchen dazu sagt. 100, wow, sehr schön. 99 Punkte. 2,94 Euro habe ich verdient. Und jetzt gehe ich mal kurz zur Order Station. Genau, da sind schon neue Kunden, die Clover, keine Ahnung, wie man der ausspricht. Irgendwie so ein Schulmädchen scheinbar. Und dann werde ich natürlich diese Bestellung hier auch noch annehmen vom Tony, dem Coolen. Und mal gucken, was der so möchte. Auch ein ganz normales Hotdog mit Mayo, ist das mal? Nee, Senf ist das doch, oder? Ja, ich werde jetzt erstmal zwei Würstchen wieder auflegen. Hier, genau, so, das nach da oben. Und jetzt brauche ich die zweite Bestellung. So, Ketchup natürlich auch. Oh, der will das gleiche wie seine Vorgängerin. So, aber ich finde es auch eigentlich ganz cool, dass man hier immer so, umso weiter man kommt, also umso länger man die Tage durchhält, umso mehr Sachen schaltet man ja frei. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Und das motiviert einen auch, immer weiterzumachen. So, mal gucken, was der Robby zu meinem Ergebnis sagt. Okay, 86 Punkte bei der Buildstation habe ich mir ein bisschen verkackt. Aber naja, es kann jedem mal passieren. Ne? So, hier müssen die Würstchen umgedreht werden. Dann werde ich jetzt mal hier die dritte. Da brauche ich jetzt noch eine große, ein großes Getränk. Fitzo. Bei der Orderstation, was geht da ab? Oh, da brauche ich eine neue Bestellung. Hier, Boomer, die ist schon ganz aggro, weil sie nicht drankommt. Ich bin ja da. Ich beeile mich schon. Ich tue mein Bestes. Jetzt werde ich aber hier noch schnell die das M-Getränk und M-Popcorn und natürlich jetzt noch eine neue Wurst auflegen. Die sind noch nicht ganz fertig. Aber ich kann jetzt hier schon, was noch? Brauche ich noch für ein Getränk? Nochmal L. Genau. So, die müssen jetzt fertig sein. Oh, die muss ich mal umdrehen, glaube ich. Dann geht das nämlich wieder zurück. Zack. Zack. So, das kommt jetzt hier rein. Ja, die sehen etwas verkokelt aus, aber was soll's. Die kriegt trotzdem ihr Essen zuletzt. So. Was war die zweite? Die muss hier rein. Und jetzt drehe ich mal das Würstchen um. Jetzt kommt natürlich... Oh, der möchte kein Ketchup. Was ist denn da los? Ah, ich glaube, das war dieses komische Schulmädchen, oder? War das sie? Next. Und noch das Getränk.
drauf gestellt. Zack, genau, das war Schulmädchen, Clover. Mal gucken, was sagt sie. Ja, Grillstation, obwohl 97% geht eigentlich. So, dann kommt die nächste Wurst. Jetzt muss ich mal kurz nach meiner anderen Wurst hier gucken. Die ist nämlich auch gleich fertig für meine Boomer-Kundin. Zack. Und jetzt muss ich aber erst noch die hier natürlich, die etwas verkohlte, die kriegt meine Boomer-Kunde nicht. Also bei denen muss ich mich ja immer etwas beeilen. So, dann noch hier das grüne Zeug drauf. Ich wüsste ja, wisst ihr, was das ist? Ich weiß nicht, was das ist. Ich wüsste das ja gern mal. So, und dann noch alles drauf. Hier kommt schon die nächste Bestellung. 94 Punkte, Toni ist zufrieden und er kann sein Baseballspiel genießen mit seinem Hotdog. Okay, dann kommt hier jetzt diese Kidneybohnen oder Hundefutter, was das auch immer ist, drauf, zack. Und die Bestellung ist auch fertig und dann müsste der Tag eigentlich schon beendet sein. Ja. Oh, ich habe sie zufriedengestellt. Das heißt, sie kommt auf jeden Fall wieder. Ihr seht auch hier diese Sterne, die werden dann immer mehr, umso öfter die kommen und so, also umso glücklicher ich sie mache, umso höher werden die Sterne sozusagen. Hier ist jetzt meine Tageseinnahmen sind da, glaube ich, ne, die ich heute gemacht habe. Ja, Punkte. Oh, ich bin jetzt Level 3. Passt ja auch. Ich habe Level 3 beendet und also Tag 3 und bin Level 3. So, dann gehe ich jetzt mal weiter. Da freut sich meine Figur. Strikeout. Okay, dann spiele ich das mal. Ich habe ja wieder 3 Freikarten. Oh nein. Verkacke ich doch bestimmt, oder? Home Run. Toll. Hat super funktioniert. Aber jetzt ist es so ein Baseballspiel. Das ist eigentlich auch ganz cool. Das passt ja. Weil ja mein Hotdog-Guerilla im Baseballstadion ist. So, jetzt aber. Nein, hey, was machen die denn? Also man muss ja mal gucken, dass das hier in diesem roten Bereich ist. Aber das ist ganz schön schwierig, weil sich der Ball die ganze Zeit bewegt. Deswegen ein bisschen einfacher, wenn er sich nicht bewegen würde. So, jetzt aber. Nein, oh Mann, okay. 3 Freikarten, verkackt. Also das war nicht mein Spiel. Übrigens hier, wenn man Papas Hotdog-Guerilla auf Facebook oder auf Twitter folgt, kriegt man 50 Geld geschenkt. Jetzt gucke ich mir meine neue Parade an. Da sind jetzt ein paar Kunden nämlich dazugekommen vor dem Griller Stadium. Und was ist, das ist hier mein Anführer, genau, der macht die Musik, meine Boomerin. Und das sind die zwei, also die Kunden, die es immer eilig haben. So, das war auch schon meine Parade. Riesenparade. Es erinnert mich so ein bisschen an Fasching auch, also ein Faschingsumzug. Das steht ja auch wieder vor der Tür, ne? So, ich werde jetzt mal weitergehen. Ich habe ja leider nichts gewonnen. Das heißt, ich kann mein Dings nicht erweitern. Mein, wie heißt es? Meine Hotdog-Guerilla, genau. Jetzt kommt hier Werbung. Ja, da müssen wir einen kleinen Moment warten. Die Oral-B, die neue Zahnbürste. Die wollte ich mir übrigens auch mal holen. Aber die Black Edition. Ja, so, weiter geht's. Von der Zahnbürste zu einem neuen Kunden. Der Greg. Tomaten habe ich jetzt. Wow, lecker. Ich mag Tomaten. Tomaten-Mozzarella-Salat, liebe ich. So, jetzt beginnt der vierte Tag in meiner Hotdog-Guerilla, in Miris Hotdog-Guerilla. Und ja, die sollten das Spiel eigentlich umbenennen, finde ich, in Miris Hotdog-Guerilla, nicht Papas. Ist doch viel interessanter. Der bestellt jetzt aber natürlich gleich mal Tomaten, weil hier oben eine Tomate auf seiner Mütze drauf hat und in rot-weiß gekleidet ist. Nur deswegen bestellt er jetzt Tomaten. Dann gibt es noch ein kleines Essgetränk für ihn. So, hier ist noch keiner. Mann, könnt ihr mal kommen? Ah, da kommt einer. Da kommt eine. Eine punkige Lady. Die Wendy. Ich kenne nur dieses Pferd, Wendy. Oh ja, die, was sind die? Pommes. Ich weiß immer, das, also, das sieht schon eigentlich gut auf, was da mal rauskommt, aber ich weiß echt nicht, was es sein soll. So, ich mache jetzt mal ihr Getränk auch. Die will auch nur eine kleine Coke. Und dann, ja, muss ich warten, bis das fertig gebacken ist. Ah, ich kann das schon mal hier austauschen, weil die mache ich als erstes die Bestellung. Von dem Tomatenman. So, das am besten ist es immer eigentlich, wenn man die runternimmt, wenn es genau bei 50-50 ist. Habt ihr ja vorhin gesehen, wenn man es mal verkackt hat, kann man die Wurst auch einfach umdrehen und dann geht es natürlich auch wieder zurück, aber es dauert ein bisschen länger. So, jetzt soll ich hier die Tomaten drauflegen. Ah nein, erst kommt Ketchup. Oh Mann, vor lauter Tomaten. Natürlich, erst kommt das Ketchup, das darf ich ja nicht vergessen. Noch mehr Tomaten, also der scheint Tomaten zu lieben. Die muss ich jetzt hier reinlegen, die fallen da in das Hotdog rein. Aber da kriegt man richtig Appetit, finde ich, wenn man das hier sich so anschaut. So, ich muss jetzt mal noch kurz zur Grillstation, die ist nämlich gleich fertig, genau. Dann kann ich hier schon mal ins Hotdogbrötchen legen, die wascht.
Zack. Und rein mit dir. Und jetzt kommt natürlich hier noch das Ticket dazu. Mal gucken, was er dazu sagt. Der Greg, vielleicht habe ich einen Kunden hinzugewonnen. Ja, perfekt. Ich habe überall 100%. Wow, das ist mal das perfekte Hotdog. Jetzt gucke ich mal bei Order Station. Genau, da habe ich schon wieder einen neuen Kunden. Oh, der Robbie, der war auch schon mal da. Er beehrt mich wieder. Mein Kunde. Mein Pirate. So, hier der Tony. Der zockt auch so ein bisschen auf dem Handy. So, ich muss jetzt aber, jetzt gib mir die Bestellung, komm, dann kann ich die Würstchen auflegen. So, eins, zwei brauche ich. Und die andere muss ich jetzt natürlich erstmal fertig machen. Das war die Zweier. Genau, mit diesem leckeren Kidney-Hundefutter. Und dann die Zwiebeln. Und die, wo ich denke, dass es Pommes sind, das könnte natürlich auch irgendwas anderes sein. Und next. So, dann kommt hier noch das Getränk drauf. Und gucke ich mal kurz nach meinem Würstchen. Oh, 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 hier. Xolo, mein fülligster Kunde überhaupt, der hat natürlich sehr viel Hunger, deswegen muss ich mich da, glaube ich, etwas beeilen bei seiner Bestellung. Aber ich werde jetzt hier noch diese Bestellung gerade ausliefern. Oh, ich glaube, das war die... Nein, jetzt habe ich den auch noch zuerst. Das war natürlich schlecht. Oh, tut mir leid. Jetzt habe ich nichts dafür ver... Oh, ja. Nur wegen diesem... Weil der so gierig ist, ey, das gibt es doch nicht. Wie scheiße ist das denn? Ich habe die falsche Bestellung draufgezogen, Mann. Also ihr seht, man kann nicht immer, man kann es nicht jedem Kunden immer recht machen. Hab kein Geld verdient, aber was soll's. Naja, mache ich heute wahrscheinlich ein Minusgeschäft mit meinen Hotdogs. Aber beim nächsten Mal wird's besser, Xolo, glaub mir. So, jetzt kommen hier wieder diese gelben Dinger drauf. Zack, zack, zack. Und next. Oh, jetzt habe ich vergessen, das Getränk zu machen. Dann gehe ich mal hier zu meiner Grillst. Oh, ist ja schon schwarz von der einen Seite. Ja, ich habe keine neuen Kunden. Ist auch klar, nachdem ich jetzt eben meine falsche Bestellung hier rausgegeben habe. Hat mich so gestresst. Ich dachte, er wäre so gierig. Und ja, naja, ich sehe das nicht so eng. Die ist zufrieden, die Wendy. Die kommt auf jeden Fall wieder. Vielleicht kommt der Xolo ja auch nochmal wieder. Wenn er so Hunger hat, dann... Und versucht doch nochmal eins. Oh, jetzt habe ich hier die verkohlte Wurst. Naja, die kriegt trotzdem jemand. Sollte man nicht wegschmeißen, ne? kann man doch noch essen. Das geht schon. Schade, die hätte ich jetzt gerne im Solo gegeben. So. Dann brauche ich das Getränk in M. Noch eine Popcorn für die nächste Bestellung in M. Meine Grillstation. Oh, da muss ich auch noch eine Wurst auflegen, genau. So, wo bin ich denn jetzt gerade? Ah, hier, das, zack, Getränk dazu und die Bestellung abliefern. Das ist die nächste Bestellung. Oh, ich glaube, ich habe jetzt eine Wurst zu viel aufgeregt, aber naja. Heute ist, glaube ich, nicht so mein Tag. Der vierte Tag, der geht so ein bisschen schief heute, habe ich das Gefühl. So, der bekommt jetzt die verkohlte Wurst oder das verkohlte Hotdog. So, dann muss ich jetzt Ketchup. Und was ist das? Ist es Mayo oder Senf? Ich weiß es nicht. Aber es sieht ja von der Farbe aus wie Senf. Aber da steht M. Heißt das nicht Mustard oder so auf Englisch? Das ist ja in Engl- also Englisch das Spiel. Ich weiß es nicht. Aber es könnte, es wird wahrscheinlich Senf sein. Also wer macht denn eine gelbe Mayo? So, wird das hier noch abgeliefert. Und Tony ist hoffentlich zufrieden mit meiner Arbeit. Ja, er freut sich, er jubelt. Und jetzt müsste der Tag eigentlich auch schon beendet sein. Genau. Die Pforten werden geschlossen von Miris Hotdogeria. Und, ja, 89%. Das war wegen dem Xolo, Mann. Ich bestimmt noch nicht so viele Punkte bekommen. Ah, oh, geht. Naja, unten im Ranking ein Platz aufgestiegen, also Level 4 erreicht. Das ist doch gar nicht so schlecht. Zahltag ist in 3 Tagen. Das heißt, ich bekomme 115 Dollar. Pro Woche nochmal extra zu meinen täglichen Einnahmen. So, jetzt habe ich nur 2 Freikarten bekommen. Hallway Hunt. Okay, mal, ich bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich soll mit denen merken, oder was? Oh, oh, hier, da, 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 da. Oh, das wird bestimmt voll schwierig. Aber er ist jetzt hier. Ja, Scooter ist das, genau. Where is Scooter? Da oben steht es ja auch. Ich habe einen kleinen Pizzatisch gewonnen, den ich gleich in meine Hotdogeria reinstellen werde. So, jetzt soll ich mir hier Glover, genau, das sind meine Kunden, nee, den kenne ich nicht. Hier, da. Da ist Glover.
Du entkommst mir nicht. Das ist ja hier ein richtiges Versteckenspiel. 3, 2, 1. Hab dich. Ja. Verstecken kann man ja auch spielen, wie ihr seht. Und jetzt werde ich natürlich mal in meine Lobby gehen und Inventory und meine Pizzatisch hier in den Eingangsbereich stellen. Was gibt's hier? Achso, ja, hier gibt's doch mal alles, was man braucht. Alle Informationen, die brauche ich aber nicht. Dann. Und jetzt möchte ich nicht ins nächste Level gehen, sondern ich möchte das speichern. Oh Gott, habe ich es jetzt gespeichert oder ist das jetzt weg? Nein. Save, Backup. Save, genau. Oh, nein, das wollte ich nicht. Oh nein, das wurde jetzt gar nicht gespeichert? Doch. Doch, das wurde gespeichert, oder? Doch, es wurde gespeichert. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das gerade gemacht habe. Ich glaube, es wird automatisch gespeichert. Aber naja, gut. Also ich hoffe natürlich, dass euch dieses Let's Play gefallen hat. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommt, dieses coole Game zu spielen, Papas Hotdogeria, oder besser gesagt Miris Hotdogeria, wo man auch Verstecken spielen kann, dann müsst ihr einfach hier unten auf den Button drücken und dann kommt ihr direkt zum Spiel. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Eure Miri. Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.